So, mein Freund, heute geht es wieder um eine Community-Frage. Ja, und heute fragt mich Benjamin Prenzel, was sind die Unterschiede, die du bei den Systemen Leunting und Philipp Bayer feststellen konntest? Worauf wurde bei denen einen Mehrwert gelegt und was war anders und so weiter? Und Ben darf ich auch gerne erwähnen, hat er gesagt, und das mache ich natürlich auch. Also Ben, erstmal danke für deine Frage. Und wo liegen die großen Unterschiede? Nun ja, ich kann für mich persönlich sagen, dass das Wing Chun-System nach Leunting oder beziehungsweise mit dem Latzau-System von Kernspecht sehr, sehr offensiv ausgelegt war, so wie ich es trainiert habe. Ja, also so wie ich es beigebracht bekommen habe. Ich war ja nicht bei der EWTO, aber das war sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Also da ging es wirklich ums Dreschen, Draufgehen, und im Bereich der polizeilichen Eingriffstechniken geht es ja ebenfalls auch darum, möglichst schnell einen Kontrahenten zu Boden zu bringen, um ihn zu fixieren, ohne Eigenverletzung, ohne Fremdverletzung, das Ganze verhältnismäßig. Also ich kann für mich sagen, dass das System von Leunting bzw. Kernspecht, so wie ich es gelernt habe, diesen Aspekt voll und ganz ausgeschöpft hat. Also es waren sehr direkte Techniken, die sehr straight waren. Du kennst das Wing Chun-System, ihr kennt Wing Chun, ihr kennt die Vorzüge des Wing Chun-Systems. Wenn nicht, habe ich hier oben nochmal einen Podcast für dich, in dem wir darüber sprechen, warum Wing Chun unserer Meinung nach das überlegene System darstellt. Ne, man kann ja darüber streiten, aber in dem Fall, ja. Und das System von Kernspecht und Leunting war ebenfalls das, was für die Straße hervorragend gedacht war, um eben diese einzelnen Aspekte, Langdistanzbeine, Schlagdistanzhände und Nahdistanz Ellenbogen, Knie und Kopfstöße, ja, abzudecken. So, aber in dem System lernt man erst relativ spät alle Chisau-Aspekte, also alle Aspekte, die das, den Bereich klebende Arme, taktiles Training und Reflextraining betreffen. Und das sind ja eben die Dinge, die man später braucht, wenn man in den Infight, in den Nahkampf, in den Clinch und so weiter kommt. Ja, und ist natürlich das System von Wong Xiong-Long bzw. Philipp Bayer absolut herausragend. Denn du lernst dort Chisau ab der ersten Stunde und sehr, sehr qualitativ hochwertiges Chisau, also mit Druck und ordentlich Power im richtigen Moment nach vorne zu gehen. Es ist nicht dieses weiche, softe Rumgebimsel, zumindest so wie ich das jetzt erlebt habe, ist es das nicht, sondern du gehst aggressiv nach vorne, aktiv nach vorne und und nimmst da eben im Infight ja die taktilen Reize deines Partners, deines Gegners wahr und nutzt diese für dich selber. Und dann muss man also sagen, wo sind die Unterschiede der beiden Systeme? Ich habe es auch damals schon mal im Kampfkunstboard geschrieben und da kam dann einer auf mich zu und sagte, ah, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, das ist nur meine Meinung, ne? Meine persönliche Meinung. Und die habe ich nun mal aufgrund der vielen Jahre Erfahrung auf der Straße und aufgrund des Trainings, was ich bei exorbitant vielen Trainern genossen habe und auch aufgrund des Trainings, was ich selber gegeben habe. Das Wing Chun-System von Philipp Bayer ist halt kein Selbstverteidigungssystem. Das muss man einfach mehr mal sagen. Also es werden dort auch sehr, sehr viele Techniken trainiert, die mit einer realen Situation auf der Straße meines Erachtens nichts zu tun haben. Ja, also da geht es auch viel um die Kunst, was aber nicht schlimm ist, wenn man das weiß. Man muss es ja nur wissen. Wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Ich persönlich gehe ja auch immer noch zu den Jungs von Philipp Bayer und bilde mich dort fort, weil ich das einfach für mich persönlich zu schätzen weiß und das mein Training ergänzt. Und es ist für mich persönlich hervorragend. Nur wenn jetzt einer sagt, ich möchte unbedingt Selbstverteidigung lernen, dann ist auch dieses System vermutlich nicht das Richtige. Genauso wie das heutige System bei vielen Wing Chun-Schulen nicht das Richtige ist, da einfach zu soft trainiert wird und zu unrealistisch. Und im Bereich des Wortes Kampfkunst wird einfach zu viel Wert auf den Teilbereich Kunst gelegt. Und wenn ich mit meinen Jungs und Mädels trainiere, ist der Fokus immer auf dem Bereich Kampf.
Natürlich spielt beides miteinander eine Rolle, aber der Hauptfokus sollte meines Erachtens auf den Satzanfang oder auf den Wortanfang liegen, nämlich auf dem Bereich Kampf. Ja, also wenn man da also die Unterschiede sieht, dann ist das auch klar. Aber das ist, da machen die auch gar kein Geheimnis draus. Also der Trainer, der seinerzeit mich empfangen hat und begrüßt hat in dieser Schule von Philipp Bayer, sagte auch: Hey Dom, nur dass du das weißt, wir betreiben kein Fing Chun VT im Sinne der Selbstverteidigung, ja, sondern wir betreiben Wing Chun im Sinne des chinesischen Boxens. Ja, und wenn man das also verstanden hat, dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Also Ben, du kennst jetzt meine persönliche Meinung zu beiden Systemen. Ich finde, beide Systeme ergänzen sich hervorragend. Das war damals der Kritikpunkt, wo man sagte, das stimmt doch gar nicht. Ja Leute, das mag ja für euch so sein. Aber meine persönliche Meinung für mich ist, es ergänzt sich beides hervorragend. Und weil einfach beide Systeme nicht beides abdecken miteinander. Das ist leider so. Zumindest nicht am Anfang, wenn du anfängst mit Wing Chun. Das mag vielleicht in Teilbereichen später anders sein, aber für mich persönlich war das der richtige Weg, beides miteinander zu kombinieren. Ja, aber jeder sucht ja für sich seinen eigenen und richtigen Weg. Also ich danke dir für deine Community-Frage und wir bleiben in Kontakt und ich wünsche euch da draußen alles Gute. Trainiert gut und hart. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Dom. Ciao.